Ein herzliches Willkommen zu der Folge 291 von den Chroniken aus Nordwenden, beziehungsweise der Let's Play Minecraft Staffel 6. Ich gehe mal hier runter, denn wir sind jetzt soweit fertig. Der Weg dorthin nach Wattungen ist jetzt auch nicht so besonders. Das Einzige, was hier noch nicht fertig ist, ist eben der Weg zur Bibliothek. Reimt sich so ein bisschen. Hier ist der Nether. Ich glaube, ich war auch noch nicht im Nether jetzt so im Let's Play. Technik gesehen nicht. So, es erlebt keinen Schock. Ich habe hier wirklich sehr viele Dorfbewohner, die mir das Leben schwer machen. Und die breiten sich jetzt auch schon wieder gen Norden aus, sodass ich hier unten langsam mal was machen muss. Und den Bahnhof mal ein bisschen einrichten muss, weil hier unten sind gerade noch keine Dorfbewohner, aber bald vielleicht, bald. Und mir wurde ein Vorschlag gemacht. Wenn man hier runter reitet, die Betonung lag auf reitet, könnte man doch hier auch Ställe hinmachen. Eine gute Idee, finde ich sehr gut. Werde ich umsetzen. Ist auf jeden Fall auf die Agenda geschrieben. So, aber jetzt mal was ganz anderes, was ganz Schönes, meine lieben Freunde. Ich habe soeben erfahren, dass die liebe Honeyball nach Hundsgrab kommen soll. Honeyball kommt nach Hundsgrab. Wann? Ist noch nicht sicher. Zu diesem Zeitpunkt. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß man auf jeden Fall, dass die Honeyball kommen wird. Und der Zeron, der ist zurzeit auch etwas überfordert, was sowas angeht, macht Überstunden wegen ihr. Und das sollten wir ihn nicht verübeln. Und deswegen sage ich jetzt mal, das Bauvorhaben für heute, aus dem Grund nicht, aber das habe ich eh vorgehabt. Ihr kennt doch bestimmt Los Angeles. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht drauf kommt, dann gebe ich euch noch einen kleinen Tipp. Ihr kennt Los Angeles und ihr kennt da ein berühmtes Stadtteil von Los Angeles. Das berühmte Stadtteil in Los Angeles hört mit D auf und fängt mit H an. Na, hört mit D auf und fängt mit H an. Die Farben für diesen Stadtteil, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich habe hier letzte Folge mal gesehen, dass hier noch was drin ist. Deswegen nehme ich das jetzt mal aus. Das Bauvorhaben ist weiß. Was ich vorhabe, kann ich aber gerade nur in hellgrau gefärbten Ton umsetzen, weil mir Mojang verwehrt, weißen Ton zu verwenden, weil ich den nicht in meinen Ton finde. Ich wollte jetzt nicht so großartig noch rumreisen, obwohl mir am Ende der Aufnahmesession ruhig mal in das Lehmbiom reisen könnten, weil das glaube ich, das habe ich auch lange nicht mehr getan. Ihr wisst immer noch nicht, welchen Stadtteil ich meine. Wenn ihr es wisst, könnt ihr ja ruhig mal das in die Kommentare schreiben. Wenn ich jetzt hier ein bisschen was draufsetze, wisst ihr es dann schon? Wisst ihr es jetzt? Und jetzt? Wisst ihr das? Wisst ihr immer noch nicht? Okay, ich baue jetzt den Schriftzug von Hollywood. Ne? Aber notwendig, technisch. Ne? So. Spiegelverkehrt bauen. Das N geht. Das N geht so. Und das ist von hinten gesehen, von hier runter kommt, ne? So. Zack. Schaut nicht so schön aus, wie ich mir das erhofft habe. Deswegen. Das ist ein N. Ja.
Das erkennt jeder. Ich muss mal ganz kurz nochmal die Minimap ausschalten. Ich tue jetzt die Minimap auslassen. Wir sind ja eh in Nordwehen und da brauche ich die Minimap nicht großartig. Wenn ich das jetzt so mache, ist das ein N? Ist ein N, ne? Kann man als N verwerten. Kann man als N verwerten. Okay. Ich drücke jetzt mal F3. 30 FPS. Mir zu wenig. Ist mir viel zu wenig persönlich. Viel zu wenig. Wie kann man das machen? Was kann man dagegen tun? Ich fange von hinten an, dass ich dorthin weiß, wie viel ich noch hinzufügen muss. Nordwehen. 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 Also ein H könnte zählen. Ein H. Zack, zack. Zack, zack. Das sieht wahrscheinlich ein wenig komisch aus, deswegen tue ich das Ganze noch ein bisschen verdünnern. Und das klappt schon gar nicht mal. Das klappt noch gar nicht mal so gut. So, habt jetzt ein H für Nordwehen. Ein E fehlt jetzt noch. Kein Steg, ein E. Wahrscheinlich auch 4 breit werden. Aus gegebenen Anlass. Oder? Nö, können wir 3 breit machen. Können wir 3 breit machen. Aber dann reicht die 4er Höhe nicht. Also müssen wir wirklich noch eine 5er oben drauf setzen. Dass das auch klappt. So, dann springen wir hier hoch. Das geht gar nicht, geht das. So müsste es ja einigermaßen ausschauen. Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Ich muss mich erstmal hier ein wenig essen. Ich habe auch ehrlich gesagt die Grafikeinstellung auf 16. Ich tue jetzt mal auf 10 stellen. Vielleicht geht es so ein bisschen flüssiger. Jedenfalls fühlt sich das jetzt gerade ein bisschen flüssiger an. Ah, nicht das Steg wegwerfen, aber jetzt haben wir hier schon mal um die 50 FPS. Das gefällt mir schon besser. Das ist besser mein Pyjama. Nicht Pyjama, sondern Budget. So, Nordwehen. Müssen wir mal hier 2 freilassen. 1, 2, zack und zack. Wenn ihr jetzt euch fragt, warum ich das getan habe, ich tue jetzt das W anfertigen. Und das W wird ja wie folgt ein wenig größer. Ne? So, 1, 2, 3, 1, 2, und hier 1, 2. Ja, das passt. Es wird knapp mit dem Platz, aber das kriegt man auch noch irgendwie hin. So. 1, 2. Jetzt kommt das D. Nord. Nordwehen. So. Und der zweite Stack. So, das D schaut auch nicht schlecht aus. Nord. R kommt jetzt, das R. Das R. Auf jeden Fall so. Den kriegt das Sohn Bibus. Einen nach oben, einen nach oben, so zack und so zack und den können wir herausnehmen. Ich habe noch nicht geübt mit den Buchstaben, das R schaut auch gut aus, aber ich kenne es von früher. Ich habe früher sehr viele Buchstaben auch gebaut selber.
Und diese Buchstaben. Na, gehe ich jetzt erstmal ins Bett. Achso, das Bett steht noch gar nicht mal hier wieder. So, zack, gehen wir erstmal schlafen. Und der Enrico ist auf dem Server, sehe ich gerade, oder? Die Anni oder der Fasca, das werden wir gleich sehen nach dem Aufstehen. Kurz gucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wo macht sich gerade hier Skype automatisch? Geöffnet? Keine Ahnung. Möchte ich nicht. Skype ist nicht mein Fall. Ich weiß nicht, warum das immer wieder aufbleibt. Wer ist denn da? Der Enrico ist da. Super. N-O-R-D. Ich baue jetzt ein U. Ein U. Das O wird wahrscheinlich, wenn ich kantig werden, wenn mir die Kanten nicht gefallen, mache ich die wieder weg. Aus wie eine Null, ne? Na, ich lasse es mal so. Noch kann man es ja so anbieten. Und es kommt wieder ein N. Das kommt hier hin. Noch auf höheren Stelzen. So, ne, noch ein. Zack. Und da kommt jetzt einer drauf. Und dann springen wir hier mal drauf und machen da hier einen drauf. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Genau, noch einen drauf. Jetzt sind wir auf der Höhe. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Oder? Machen wir das Freischnauze. Das N von vorn schaut so aus. Da kommt hier der Babs hin und da der Babs. Müsste jetzt eigentlich stimmen. Jetzt bin ich runtergefallen. Und da gucken wir uns das doch einfach mal an. Von hier, ja, schaut zumindest ganz nett aus. Aber wir können ja mal von weiter weg gucken. Folgen wir einer Ehe jetzt ein bisschen länger. Ah, der Schriftzug Nordwehen. Hat schon alle Ehre, ne? Wenn man jetzt hier mit der Lore hier lang, sieht man jetzt den Schriftzug. Gefällt mir sehr gut. Und wir gucken mal hier auf des Rathauses Spitze, wie das ausschaut. Ja, aus Menkleden habe ich ja schon mal berichtet, dass da der Dorfschatz geklaut wurde, überall diese Suizidbürger hier, ne? Aber bei so vielen Bürgern hat man irgendwie nicht mehr so viel den Überblick. Verliert man schnell den Überblick. Oh, die eisernen Kerle hier. Die wachen über den Marktplatz. Guten Tag. Uiuiui. Er protestiert gerade. Gegen was denn? Weil ja ein Loch im Boden ist. Ja, das wird bald geregelt. Kommt noch Fußbodenheizung rein. So. Ist ja auch mal was los hier oben? Hier oben stand nämlich mal wer. Von da oben, ja, das schaut auch nicht schlecht aus. Wir sind ja auch schon ein wenig höher. Und von hier aus kann man das Nordwehen auch noch lesen. Das beruhigt mich. Mal sehen, wenn ich oben stehe, ob man das dann auch immer noch lesen kann. Geht es dann noch ein wenig hoch. Auf den Tower oben drauf. Ach ne, da ist nur. Oh, hier oben ist jemand. Ein Bauer aus hier oben. Was machst du denn hier? Den habe ich auch schon gehandelt. Siehst du mal. Der hat schon etwas mehr zum Anbieten. Wahrscheinlich so ein Touristabfänger hier. Ja, fehlt noch so eine Steinziegeltreppe. Genau. So, Nordwehen, da steht's. Nordwehen. Ein bisschen verschwommen. Ich tue mal die Grafikeinstellung dann nochmal auf 12 stellen. Kann man es vielleicht ein wenig besser lesen. Aber nur ein wenig. Wahrscheinlich. Aber. Immerhin.
Haben wir jetzt hier Nordwen stehen. Nordwen. Super. Gefällt mir. Da, oh, upsala. Da ballern wir da jetzt noch ein paar Fackeln oben drauf. Mal ein Screenshot machen. Zack. Und ja. Machen wir weiter im Tagesgeschäft. Ja, ich habe ja angesprochen, die Honeyball ist draußen. Und ich bedanke mich dann auch nochmal bei dieser super Community einfach. Vom Oberzeon. Dass sie auch das gut angenommen haben. Dass ich da dabei war. Bei der Abstimmung. Ja. Der Zeron hat nämlich ein Video gepostet, wo er sich nochmal bei den drei. Hier ist die Edith. Na, Edith, was gibt's Neues? Nichts Neues. Das Lied passt ja jetzt perfekt. Ja, willst du mit mir nicken? Ja. Wir nicken mal, ne? Genau. Du. Schluss mit lustig. Guten Tag. Aha. Ja. Sehr gut. Super. Also die Geschäfte, die laufen hier einwandfrei. Ist ja der Betreiber des Marktes hier mit. Und die Geschäfte laufen super. Vor allen Dingen unser Wollhandel treibt die Menschen in die Läden hier. Und auch hier aus Hohenstein. Guck mal, da hat sich ein Zweiter eingesetzt. Was verkauft der denn? Das ist ein Gerber. Das ist ein Rüstungsschmied. Okay. Was habe ich hier für beide? Wie ist der da reingekommen? Zwei Schäfer. Wie ist der hier reingekommen? Man kann doch noch so hier rein. Komisch. Gut. Die Geschäfte laufen super. Das freut mich natürlich. Hinten ist der Leuchtturm von Wattungen. Von der Familie Rede, wenn mich das nicht alles täuscht. Ihr Bauarbeiter. Ne? Die Edith überwacht gerade den Markt. Und ich baller jetzt hinter das Nordwen erstmal ein wenig. Ja, die Sonne geht auch gleich unter. Ein wenig Fackeln. Und da machen wir uns mal an den Bau weiterer Gebäude, die dann hier oben drüber thronen werden. So, wie machen wir denn das jetzt? Einfach so hier dahinter wahrscheinlich, ne? Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack und zack. Wir werden mal gucken, wie das ausschaut. Und diese Straße hier, die müsste ja auch noch einen Namen bekommen. Oder ist das einfach... Das ist ja noch die Straße in die Höhe, wo dieses Haus dran ist hier. Aber die zwei Eingänge sind ja schon wieder andere Hausnummern, ne? Und die hat, glaube ich, diese Straße hier. Und das ist ja immer noch die Moosäckerstraße. Aber die Moosäckerstraße geht ja jetzt nur noch bis da unten. Oder? Ach nee, da... Wo ist der andere Bewohner? Alle beide noch da. Ich höre den zweiten. Aber wo ist der? Hier ist halt die Wohnung von den beiden. Müssen sich ein Bett teilen. Hier ist noch einer. Also das ist der wahrscheinlich gerade gewesen. Wo ist der andere? Nee, hier auch nicht. Der kann es ja nur unter Herberge sein.
Wo versteckst du dich, meine Teure? Hier ist er auch nicht drin. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Schön nur eine Dorfbewohner. Für denjenigen, der dieses Tor aufgelassen hat, wird das jetzt ganz teuer. Ganz teuer. Da ist ein Dorfbewohner. Upsala. Ist das der gewesen oder ist der andere jetzt woanders? Na komm. Wir hören jetzt mal ganz genau hin. Wir haben nur einen oder mehrere Dorfbewohner. Zionen, Karte an. Mehrere Dorfbewohner eigentlich. Hier ist einer und der andere hier oben. Und jetzt hier draußen ist, ne? Guck mal. Der hier. Nach hier hinten geguckt. Ernsthaft, das wollte ich vermeiden. Wer auch immer diesen Tor aufgelassen hat. Der möge sich schleunigst bei mir melden. Schleunigst, der kriegt eine hinter die Kopfleisten. Was denkst du, was hier, warum hier Tore sind? Das sind auch alle eingeweiht aus dem Wendsland hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dahin, euer Cedric.